Meine Meinung zählt. Meine Meinung zählt. Meine Meinung zählt. Nicht über uns, ohne uns! Machst du Rill, willkommen zu der zweiten Ausgabe von der Sendung Nicht über uns, ohne uns. Ich heiße Asia und werde diese Sendung moderieren. Wir beschäftigen uns in dieser Sendung mit den folgenden Themen: Rassismus im Alltag und soziale Medien. Nun beginnen wir mit dem Straßeninterview zum Thema soziale Medien. Hallo! Hallo! Wir sind von DorfTV, von der Sendung Nicht über uns, ohne uns. Kann ich dir vielleicht ein paar Fragen stellen? Ja, sicher. Also, welche sozialen Medien benutzt du so alltäglich? Instagram, Snapchat, WhatsApp, YouTube. Snapchat und Instagram. Also, ich benutze Snapchat und Insta. Und wie viel Zeit verbringst du so dort? Eher nicht viel, aber wenn ich Freizeit habe, dann schon. Täglich verbringe ich so um die 5 Stunden. Bist du eher eine aktive Nutzerin oder hältst du deinen Account eher privat? Also auf Insta habe ich einen privaten Account und ja, und auf Snapchat halt auch. Und was postest du so? Also auf Snapchat fast gar nichts und auf Insta poste ich meistens Memes oder islamische Zitate oder Tiervideos. Ich poste gar nichts außer lustige Memes oder Videos. Auf die Story poste ich halt, also 5-mal die Woche oder so, und wenn es so um Bilder geht, die jeder anschauen kann und liken kann, dann eher so monatlich oder so. Also einfach ganz spontan. Ich halte es eher privat auf Instagram, aber ich nehme auch manchmal nur Mädchen an, aber auf Snap bin ich wirklich nur die Leute, die aus meiner Klasse sind oder meine Schwester. Mein Konto ist privat, aber wenn ich Leute kennenlernen möchte, dann würde ich die schon annehmen. Hast du durch soziale Netzwerke Freunde kennengelernt oder bist du in Gruppen dabei? Auf Snapchat habe ich sehr viele Freunde kennengelernt, weil da posten die Mädchen auch eher mehr von sich und haben auch private Stories, wo ich meistens drin bin. Und ich bin auf Insta in sehr vielen tschetschenischen Gruppen. Und hast du ein gutes Verhältnis zu den Mädchen oder ist es nur so Schreiben oder hast du dich auch mit denen privat getroffen? Nein, die wohnen meistens in Wien oder Deutschland und ich habe hin und wieder auf ihre Posts geantwortet. Ja, ich habe Freunde gefunden und bin sogar in Gruppen dabei, die meinen Hobbys und Liebhaben entsprechen. Und was sind deine Hobbys und Liebhaben? Meine Liebhaben sind BTS, eine koreanische Folk-Band und halt K-Pop generell, und meine Hobbys sind halt Serien oder rausgehen, essen. Ja, ich bin auch bei tschetschenischen Gruppen dabei und ich habe auch englische Freunde kennengelernt. Was ist das Spannende daran, Freunde zu haben, die nicht neben dir wohnen? Also, ich kenne die meistens ja nicht und trotzdem habe ich ein sehr gutes Verhältnis mit ihnen. Und die erzählen mir auch meistens, wie es bei denen ist und so. Und gibt es irgendwelche Nachteile, was jetzt Freunde betrifft, die weiter weg wohnen oder generell soziale Netzwerke? Ja, schon. Zum Beispiel, dass ich nichts über die weiß und ja, es könnten ja auch Fake-Accounts sein. Und findest du vielleicht, Insta-Freunde sind besser als echte Freunde? Nein, ehrlich gesagt nicht, denn deine echten Freunde kennen dich besser als deine Insta-Freunde. Und mit den Insta-Freunden kannst du halt schreiben, wenn die langweilig ist, aber mit deinen echten Freunden kannst du halt alles teilen. Also, ich finde eher echte Freundschaften besser, weil auf Insta-Freundschaften weißt du nie, wer dahinter steckt. Aber auch Insta-Freundschaften sind sehr nett. Und findest du, man sollte als tschetschenisches Mädchen nicht so sich preisgeben, nicht so viele Bilder von sich posten? Weil das heißt ja auch oft, gute Mädchen sind nicht auf Insta. Es kommt, ehrlich zu sein, nicht darauf an, wo du was postest, sondern was du postest. Und ehrlich zu sein, jeder hat das Recht, also auf Insta zu sein und auf Snapchat zu sein und das zu posten, was er will. Und ja, es ist halt jeder seine Sache. Findest du es gut, dass deine Geschwister das auch machen würden, Freunde kennenzulernen, die nicht in ihrer Umgebung wohnen oder generell soziale Netzwerke zu führen? Also es kommt, glaube ich, aufs Alter an. Also wenn sie noch unter 12 ist oder so, will ich es nicht erlauben. Und so schon über 13, dann wäre es okay für mich. Und haben deine Eltern was dagegen, dass du auf sozialen Plattformen neue Freunde oder Bekanntschaften machst? Nein, das finden die eigentlich sehr gut sogar. Und was gefällt dir so auf Insta oder Snapchat am besten?
Ich finde eher so englische Geschichten, die finde ich sehr spannend, weil durch Instagram habe ich mir meine Englischkenntnisse eher verbessert. Und ich lese auch zum Beispiel tschetschenische Memes, weil das finde ich auch witzig, oder so Beauty-Hacks. Make-up-Tutorials oder die Beiträge meiner Freunde oder halt K-Pop oder Essen. Danke für deine Zeit. Tschüss, schönen Tag noch. Danke, ebenfalls. Um das Thema genau zu erläutern, haben wir heute unsere Social-Media-Expertin Emma eingeladen. Willkommen, Emma. Wie du siehst, wie du gerade gesehen hast, hast du ein paar Interviews gesehen und was ist deine Meinung dazu? Also, viele Jugendliche und junge Erwachsene können heute kaum noch ohne Social Media überleben. Mhm. Wie man das im Video gesehen hat, verbringen viele Jugendliche sehr lange im Handy deren Zeit. Sie verwenden es nicht nur, um mit Leuten zu kommunizieren, sondern auch sich so Memes anzuschauen. Mhm. Das mache ich eigentlich auch ziemlich oft. Und ein Mädchen hat auch erwähnt, dass sie auch Beauty Hacks schaut. Und es ist ja so, dass man halt solche Schönheitsidealen schon als Vorbild nimmt. Findest du es gut, dass junge kleine Mädchen auf Insta-Seiten folgen von schön sein, von hübsch dünn sein? Und dass sie das als Vorbild nehmen? Ich finde, man sollte sich nicht so viel um so Models und so kümmern, weil die meisten haben Schönheitsoperationen gemacht oder Photoshoppen deren Fotos. Das geht ziemlich leicht und du kannst dir denken, auf jedem Magazin oder jedem Bild da ist irgendwas dran gefotoshoppt worden. Und man sollte sich nicht Gedanken darüber machen und sagen, boah, die ist voll dünn, ich möchte so sein wie sie, weil diese Frau oder der Mann ist in Wirklichkeit selber nicht zufrieden mit dem Körper wahrscheinlich, wenn sie sich sehen, wie sie aussehen könnten. Mhm. Und dann, es gibt ja nicht nur gute Meinungen, Kommentare unter Bildern. Es gibt ja auch Hate-Kommentare. Und wie sollte man jetzt damit umgehen, wenn man ein Bild postet von sich, wo man sie hübsch findet, aber dann die Hate-Kommentare kommen? Also ich finde, man postet ja ein Bild, wenn es einem gefällt, wenn man sich sicher ist, dass da nichts falsch daran ist. Und wenn die Leute meinen, dass das hässlich ist oder du fett darauf aussiehst, das ist deren Meinung. Und meistens würden sie das dir ins Gesicht nie sagen. Die machen das nur, weil sie im Internet voll das Selbstbewusstsein haben, aber sie meinen das gar nicht so. Und in diesem Interview wurde erwähnt, dass gute Mädchen kein Instagram haben, aber gute Mädchen, gute Jungs haben kein Instagram. Warum sagt man das jetzt so oft? Also ich verstehe das gar nicht, was das heißen soll, denn warum sollte ich ein schlechtes Mädchen sein, nur weil ich Instagram benutze? Ich poste da ja nichts, was mich schlechter darstellt. Ich poste da, was ich will, und wenn es denen nicht gefällt, können sie mich melden oder mir das sagen und dann lösche ich es oder ich behalte es, weil mir es egal ist. Mhm. Das kann sich eigentlich jeder selber entscheiden. Okay, ich danke dir, Emma. Du hast uns einen großen Überblick über Social Media gegeben und ich danke dir. Dankeschön. Bitte gerne. Jetzt kommen wir zum Thema Rassismus im Alltag. Rassismus im Alltag kommt sehr oft vor und wir wollen zeigen, wie wir uns dabei fühlen und haben dabei ein paar Clips vorbereitet. Hallo, herzlich willkommen zu Rhetorik und Kommunikation. Ich heiße Susanne Meyer. Jetzt schauen wir mal, ob alle da sind. Paul Josef. Anwesend. Marlene Isabel. Anwesend. Waltraud. Anwesend. Kaditza? Es heißt Radija. Aha, okay. Und du verstehst mich auch. Ja, natürlich. Herein. Hanna, bis gleich.
Ich habe Ihre Bewerbung bekommen. Hallo, Medina Rosayeva. Wie ich sehe, kommen Sie aus Russland? Aus Tschetschenien eigentlich. Aus Tschechien? Nein, Tschetschenien. Interessant. Ich weiß, es ist nicht mehr üblich, so das zu fragen, aber sind Sie religiös? Ja. Fasten Sie auch? Ja. Wollen Sie dann jeden Freitag frei? Was? Hey Marie, hast du schon super ein neues Video angesehen? Ja, ich hab's gesehen. Voll geil, gell? Ja. Und Beckers Stimme erst. Ja, über 9 Millionen Klicks. Ich hoffe schon. Aber wie will man? Eigentlich voll auch immer die Arschkarte. Ja, ist voll arm. Ich weiß. Ja. Und ja, und die waren sogar bei Ellen Show. Ja, ich hab's gesehen, voll cool. Ja, ich war. Ich kenn's den voll. Mag gar nicht so. Ja, mag es. Hey, Amina. Hey, Lamara, was geht? Auch gut, danke. Was macht ihr so? Ah, chill. Und du? Ich muss jetzt los. Okay, ciao, schönen Tag noch. Ciao. Wer ist das? Eine Freundin von mir. Ach so, ich hab keine ausländischen Freunde außer dich. Und wieso? Ich mag die nicht so sonderlich, aber ich mag dich. Ah ja. Das waren jetzt unsere drei Clips von Rassismus im Alltag. Und dazu haben wir uns drei Gäste eingeladen. Würdet ihr euch vorstellen? Also wir haben uns ja schon kennengelernt. Ich bin die Emma. Ich bin die Khadija. Ich bin Maria. Also wie man erkennen kann, haben wir diese Clips gedreht sozusagen. Und also wie ist es dazu instande gekommen? Warum habt ihr genau diese drei Themen ausgesucht? Also wie der Name schon sagt, Alltagsrassismus, geht es um Alltagsrassismus. Den haben wir alle schon erlebt. Und das wollten wir einfach den Leuten mal zeigen, wie das so aussieht. Wieso ist das so ein wichtiges Thema für uns oder für die anderen? Was genau wollten wir mit diesen drei Clips bezwecken? Wir wollten damit vermitteln, wie wir uns fühlen, falls wir rassistischen Bemerkungen begegnen. Und vielleicht würden es dann die Rassisten besser nachvollziehen, wenn sie sehen, wie wir uns fühlen oder wie sie handeln. Ja. Man sieht halt beim ersten Clip, dass es sehr häufig geglaubt wird, dass man kein Deutsch kann, nur weil man einen Namen hat, den die Person nicht aussprechen kann. Sie hat auch im Clip war zu sehen, dass sie einen nicht mal reden hat lassen und hat gleich assoziiert, dass man kein Deutsch kann. Und das ist ziemlich verletzend und eigentlich rassistisch. Die schwierigsten österreichischen Namen, zum Beispiel Waltraud, konnte sie aussprechen, aber Khadija nicht. Und zum Beispiel, wenn man jetzt einen schwierigen Namen sieht, finde ich, sollte man sagen, hey, kannst du mir bitte deinen Namen sagen? Ich kann nicht aussprechen, aber nein, man muss ja gleich auf das Schlechte sagen. Ja, voll. Was sind eure Forderungen? Also zum Beispiel beim zweiten Clip hat man ja gesehen beim Bewerbungsgespräch und man sollte sowas nicht fragen, sind sie religiös? Sowas fragt man doch eigentlich nicht. Oder ist es normal, dass man jetzt sowas fragt? Ich finde, in einem Bewerbungsgespräch ist es nicht relevant zu fragen, ob man religiös ist oder nicht. Und woher hat er das, dass wir freitags immer frei haben wollen? Das war ja auch sowas von falsch, weil Frauen müssen, zum Beispiel Männer müssen am Freitag ein Freitagsgebet verrichten, aber bei Frauen trifft das nicht zu. Und dann sich nicht auszukennen und über irgendwas zu reden, das ist so unmoralisch. Mhm. Man sollte sich informieren, bevor man irgendetwas sagt oder irgendetwas fragt und damit die Person verletzt. Auf jeden Fall, es gehört sich eigentlich nicht, also dass man fragt, bist du so religiös und so, denn das ist eigentlich Privatsache in meinen Augen. Er hat ja auch gefragt, ob jetzt diese Frau eine Russin ist, aber von seinem Gesicht her war es jetzt normal, wenn sie jetzt eine Russin oder eine Tschechin wäre, aber sobald sie Tschetschenien gehört hat, wurde schon seine Mimik anders. Ja, das ist auch immer so. Die meisten wissen ja nicht mal, wo Tschetschenien liegt oder was Tschetschenien überhaupt ist. Auch wenn ich mich vorstelle, denkt jeder, dass ich aus Tschechien wäre. Und ich finde, das ist zwar nicht okay, aber trotzdem ist doch egal, woher ich komme. Ob ich jetzt aus Russland, Tschechien, Tschetschenien,
Türkei, egal wo, man sollte mich so akzeptieren, weil keiner kann dafür was, wenn er dort geboren wird. Und es ist ja, keiner kann auch dafür, dass er Österreicher ist. So, du sagst ja auch, du schaust ihn ja auch nicht komisch an, nur weil er ein Österreicher ist. In einem Bewerbungsgespräch geht es auch eigentlich um die Fähigkeiten einer Person und nicht um den Glauben. Ich finde das auch genau so. Ja, also ich stimme auch der Mariam und der Emma zu. Und beim dritten, wolltest du noch was sagen? Mhm. Und beim dritten Clip war es ja so, dass man sagte, ich mag keine Ausländer, aber dich schon. Aber wie, wieso, warum sagt man sowas? Sehr viele Österreicher haben ein schlechtes Bild von Ausländern oder auch von Muslimen, da viel in der Zeitung steht und viele das lesen. Und da wird man einfach ins schlechte Bild gestellt. Und ja, und diese Szene hat mir auch, dieses Szenario hat mir auch eine Freundin erzählt und ich dachte mir auch so, lol, also musste jetzt eigentlich gar nicht sein, aber jeder seine Sache eigentlich. Ja, das finde ich auch voll komisch, weil in Zeitungen und so wird immer berichtet, dass Ausländer so voll gefährlich sind und so, obwohl es auch voll viele Österreicher gibt, die was Schlechtes getan haben, ist doch, eine Person ist nicht wegen deren Herkunft schlecht oder gut. Sie ist gut, weil sie gut ist oder weil sie schlecht ist. Hört auf, rassistisch zu sein. Danke nochmal, dass ihr hier wart und mit mir über den Rassismus im Alltag geredet habt. Ich danke euch vielmals und jetzt haben wir noch einen Beitrag vorbereitet, wo wir zeigen wollten, wie wir leben, wie wir leben wollen, wie wir wollen, dass die Welt aussieht. Und ich danke euch vielmals, dass ihr uns bis zum Schluss zugehört habt. Ich hoffe, es ist was in euren Köpfen geblieben, es ist was hängen geblieben. Und ja, danke euch vielmals. Miteinander statt gegeneinander. Miteinander statt gegeneinander. Miteinander statt gegeneinander. Miteinander statt gegeneinander. Ich wünschte, es gäbe keinen Hass. Ich wünschte, alle Kinder der Welt hätten ein glückliches Leben. Ich wünschte, man könnte zu Hause einfach die Tür offen lassen. Wohnung und Arbeit für alle. Anziehen, was ich will, ohne dass mich jemand kritisiert. Menschen sollen überall leben können, wo sie wollen. Keine Ausgrenzung, keine Gewalt. Ich wünschte, alle hätten gleich viel. Ich wünschte, alle hätten gleich viel. Gleichberechtigung für alle. Alle Menschen sind, alle Menschen schön. Sind schön. Alle Menschen, alle sind, Menschen schön. Sind schön. Alle Menschen sind schön. Meine Meinung zählt. Meine Meinung zählt. Meine Meinung zählt. Nicht über uns, ohne uns!